Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on. Hallo, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe heute ein kleines Projekt. Ich habe nämlich eigentlich vor, den Haushalt wieder so ein bisschen zu machen. Ich hatte ihn zwar gestern schon gemacht, beziehungsweise vorgestern auch, aber irgendwie, ja, bei uns ist aktuell echt der Wurm drin. Ich habe nicht so eine wirkliche Routine und das möchte ich jetzt halt definitiv ändern. Dann muss ich auch noch den Wochenplan erstellen für die nächste Woche und muss dann noch nach ein paar Rezepten im Internet suchen. Aber jetzt hat... würde ich erstmal meine Kopfhörer suchen. Kann ich ein bisschen Musik hören. Ich liebe es nämlich, neben dem Aufräumen noch so ein bisschen Musik zu hören. Jetzt randaliere ich hier gerade schon. So. Dann schnappe ich mir immer meine Kopfhörer hier. Ich würde mal sagen, wir starten einfach in der Küche. Ich habe gestern dadurch, dass wir so spät heimgekommen sind und wir schon wussten, dass das alles ein bisschen dauern wird, habe ich gesagt, ich koche einfach vorher. Das heißt, ich habe dann den Nachmittag über gekocht, wo ich eigentlich ein bisschen aufgeräumt hätte normalerweise. Deswegen schaut es jetzt halt hier so aus. Aber ich schnappe mir jetzt meine Kopfhörer und dann fange ich an, das ganze Chaos hier aufzuräumen. Die Blumen müssten auch mal nach unten. Da werde ich dann wahrscheinlich noch einen Eimer mehr holen, um den ganzen Biomüll da so ein bisschen unterzubringen. Weil ich habe nämlich nicht nur das, sondern auch auf dem Balkon ein bisschen was. Den Balkon möchte ich dann heute auch noch angehen. Ich habe mir da so ein paar Töpfe bestellt für die Tomaten. Und da kann man nämlich nicht nur Tomaten reintun, sondern eventuell auch Gurken, Zucchini, was halt alles so wächst quasi. Ich habe nämlich auch in einem Video auf YouTube gesehen, dass einige die Zucchinis und so weiter hochkant, also vertikal quasi, anpflanzen. Und das finde ich ganz gut, weil es spart natürlich deutlich Platz. Und diese Ranghilfe bzw. diesen Topf, den ich da habe, der ist dafür definitiv geeignet, denke ich mal. Aber jetzt mache ich auf jeden Fall mal die Küche. Jahre später gefühlt sieht die Küche jetzt halt so aus. Ich habe den Biomüll jetzt nicht mehr reinbekommen, aber das ist nicht so schlimm, der kommt eh heute dann runter. Da hinten liegt jetzt noch einiges in der Spüle drin, aber ich sag's euch, wie es ist. Ich habe keinen Bock, das jetzt per Hand abzuspülen. Drum lasse ich das jetzt hier einfach. Die Spülmaschine läuft ja auch schon. Dann kommen wir mal hier rüber, da habe ich jetzt den Tisch soweit aufgeräumt, sauber gemacht. Ich muss mir mal echt was überlegen mit den Handtüchern, weil das schaut einfach überhaupt nicht ästhetisch aus. Die Blumen, das waren mal Tulpen. Ich hatte dann, als sie verwelkt waren, habe ich ein Video gesehen gehabt, wie man die länger frisch halten kann. So sieht es jetzt auf jeden Fall aus. Ich bin einigermaßen zufrieden. Also das ist wirklich so, ich sag mal, eine grobe Reinigung von der Küche, weil einfach in der Spüle noch was liegt und der Boden müsste noch gemacht werden. Aber ja, wir haben jetzt halt auch schon 10 vor 10 und ich möchte natürlich auch die anderen Räume noch so ein bisschen machen. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mal ganz kurz ins Badezimmer mit euch. So, hier habe ich jetzt hauptsächlich Wäsche. Die werde ich später einmal kurz den Roboter reinschicken. Unser Staubsauger funktioniert ja nicht. Und wir haben jetzt den Staubsaugroboter wieder zurück ins Leben geholt. So. Und der darf dann später hier mal sein Unwesen treiben. Aber vorher möchte ich natürlich hier einmal alles zumindest aufgeräumt haben, dass auf dem Boden nichts im Weg ist. Die Ablage hier oben, die habe ich erst vor kurzem sauber gemacht. Und drum
werde ich die jetzt nicht sauber machen. Ich finde es ehrlich gesagt auch nicht schlimm, wenn der Haushalt jetzt nicht hundertprozentig perfekt und tippitoppi ist. Ne, klar, das ist natürlich schön, aber da werde ich dann dauerhaft dran putzen. Und ja, ich nehme Glasreiniger. Wir haben den einfach noch da und ich bin einfach zu faul, ehrlich gesagt, was Neues zu holen. Was habe ich denn da jetzt? Haare. Ich muss auch gleich das Fenster einmal aufmachen. Da habe ich dann meistens das Fenster offen, wenn ich putze bzw. danach. Da muss ich jetzt auch nicht spektakulär irgendwas Spezielles machen. Ich wische einfach einmal hier drüber, dann ist das Ganze wieder sauber. Sieht ordentlich aus und das war's. Das dauert eigentlich keine Minute. Außer man ist so pingelig wie ich und sieht nochmal einen Fussel und geht dann noch fünfmal drüber über die gleiche Stelle. Aber ansonsten, da hinten ist los. Das Waschbecken könnte ich dauerhaft reinigen, dauerhaft sauber machen, weil einfach immer irgendwie ein Fussel reinkommt. Es ist wieder einigermaßen fresh und soweit vorbereitet, dass ich den Staubsaugroboter gleich reinschicken kann. Während der Staubsaugroboter jetzt halt mal da seine Arbeit erledigt, werde ich mich mal kurz ausruhen. Ich brauche immer wieder mal so ein bisschen Pause. Und ich sehe gerade, oh Gott, draußen düstere Wolken, alles grau und es sieht so leicht regnerisch aus. Ich zeige euch jetzt mal die Kübel. So sehen die Kübel aus. Ich kann euch die auch mal gerne unten in der Infobox verlinken. Ich finde die wirklich super praktisch. Ich habe hier unten die Möglichkeit, eben das Wasser reinzutun. Das ist keine bezahlte Werbung. Ich habe das Ding gekauft, weil ich es wirklich haben wollte. Und finde es echt super. Ich kann euch gleich draußen mal zeigen, wie das dann aufgebaut aussieht. Also man kann das relativ hoch bauen. Hier sieht man das auch. Erst tut man eben diesen Zwischenboden da rein, da steckt man dann schon mal die erste Ebene drauf. Dann kommt die Pflanze rein, also die pflanzt man da dann gleich rein. Und dann hat man den Ring hier und dann kann man hier unten eben immer gießen. Und wenn die halt größer wird, dann kann man da eben noch zwei Stück oben drauf bauen. Und ich glaube, das reicht auch von der Größe her definitiv. Ich habe jetzt hier gerade noch Gurke und Tomate drin. Eigentlich tut man die nicht zusammen, aber da die jetzt halt gerade hier noch in diesen Pöttchen sind, lasse ich die mal kurz noch hier drin. Die habe ich nämlich gestern erst gekauft und dann wird es, denke ich mal, nichts ausmachen, weil bei den Gurken ist es, glaube ich, mit dem Mehltau, wenn mich nicht alles täuscht, so schlimm. Und auch vom Standort her sind die einfach ganz woanders als die Tomaten. Aber jetzt finde ich das gerade mal nicht so schlimm. Ja, du Schatzilein. Schatzilein. Hast du da hingemacht, ha? Hallo. Hallo, Kleiner. Jetzt kuschel ich erstmal ganz kurz mit dem süßen kleinen schnuffigen Katerchen. Und dann zeige ich euch auch die Tomatenpflanze, die ich bereits angepflanzt habe. Die habe ich übrigens auch schon draußen stehen. Bis dato hat sie auch alles überlebt. Ich habe nämlich schon vor ein paar Tagen eine rausgestellt, weil ich habe innen einfach nicht den Platz. Und ja, aktuell bin ich damit echt sehr zufrieden. Wenn jetzt halt wirklich absehbar ist, dass es nachts tatsächlich noch gefrieren sollte, dann würde ich sie auch reinstellen. Dann sind sie halt den Abend über drinnen. Das würde mich nicht stören, aber den ganzen Tag jetzt halt drin zu haben, das kann ich einfach tatsächlich nicht gebrauchen. Also ich habe jetzt hier diesen einen Kübel. Der war ja vorher nämlich hier dran. Da habe ich jetzt Spinat rein. Und so schaut es jetzt aktuell aus. Und dann habe ich eben hier habe ich jetzt diesen Kübel schon in Aktion quasi. Habe da dann Tomate reingepflanzt. Hier unten ist das Gießloch, da kann ich dann alles gießen. Und so schaut es auch echt super aus. Es ist halt super praktisch. Ich kann das dann einmal hier drauflegen und habe dann eben verschiedene Ebenen. Da würden dann eben die anderen noch draufkommen. Das habe ich jetzt aktuell da in dem blauen Eimer, dass das alles an Ort und Stelle ist. Und hier habe ich dann noch eine vorherige Tomatenpflanze, aber da habe ich leider kein gescheites Rank dafür. Und hier kommt auch schon meine Kartoffelpflanze. Die muss ich jetzt bald mal wieder häufeln. Ja, und hier draußen habe ich jetzt aktuell ein Radieschen hier drin. Muss ich das aufmachen. Da sind aktuell Radieschen. Da sind leider nicht so viele gekommen. Hier kommen jetzt so ein paar noch nach anscheinend. Die sind jetzt nicht so schön, aber naja. Und dann habe ich jetzt hier auch schon mal den Kohlrabi rausgepflanzt. Der darf da schon mal raus. Hier ist eigentlich Salat, aber irgendwie der wächst total langsam. Und da schaut mal her. Also diese Radieschen, die sind schon echt ein Traum. Ich muss mal gucken, ich habe das alles aufgeschrieben, was genau was ist. Und hier habe ich mal Salat gepflanzt. Ich habe das alles aber leider ein bisschen zu wild gepflanzt, sagen wir es mal so. Und da hinten hatte ich eigentlich Spinat, aber ich habe dann gesehen, dass das Ablaufdatum da jetzt 2018 gewesen ist. Also da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen.
Darf ich Knoblauch rein? Gut, vielleicht werde ich den Salat hier mal pikieren, dass ich davon ein bisschen was nach da hinten tun werde. Aber das werden wir sehen. Und hier habe ich dann eben noch Brombeere, Himbeere und hier hinten sind noch Heidelbeeren. Da habe ich auch noch Schnittlauch. So, jetzt habt ihr auch so ein bisschen einen Rundgang gesehen vom Balkon. Also es füllt sich langsam. Und was ich halt auch im Überlegen gewesen bin, in den Kübeln. Ich weiß allerdings nicht, ob es vom Platztechnischen her geht, aber theoretisch betrachtet könnte man ja hier 3 Tomaten insgesamt reintun. Oder zumindest 2. Also da ja, muss ich mal schauen, ob das gehen würde. Jetzt mache ich aber erstmal das Fenster im Badezimmer zu. So, Fenster ist zu und der Staubsaugerroboter hat ganze Arbeit geleistet. Er steckt bloß unter dem Klo gerade fest. Ich habe den Staubsaugerroboter jetzt noch mal ganz kurz eingeschalten. Jetzt wollte ich mal gucken, 1,5 Stunden braucht die Spülmaschine noch, dann ist die auf jeden Fall fertig. Ich habe halt hier schon so große Tomatenpflänzchen und da war halt die Überlegung, ob man dann 3 Stück vielleicht in eins reintun könnte, würde halt auch Platz sparen. Ne? Da habe ich jetzt noch ein Basilikum, den will ich dann eigentlich auch noch rauspflanzen. Ich muss nur gucken, wo genau hin. Jetzt muss ich dann aber auch noch meinen Pflanzplan ein bisschen aktualisieren. Den habe ich nämlich an meinem iPad. Da habe ich wirklich einfach nur GoodNotes geöffnet und die Beete gezeichnet mit Strichen. Also nichts Spektakuläres. Ich möchte aber tatsächlich für nächstes Jahr so eine Art Pflanzplan machen, weil ich ja unten dann auch die Beete anlegen möchte. Und da will ich dann einfach mal gucken, wie viele Beete es insgesamt werden, wie groß die Beete werden und in welcher Reihe ich in welchem Beet halt wann was genau anpflanzen möchte. Aber da werde ich irgendwann mir noch eine Übersicht erstellen. Wir haben nämlich letztens auch zusammen mit meiner besten Freundin, die ist spontan vorbeigekommen und dann haben wir unten ein bisschen umgekraudert und auch schon Kartoffeln draus gepflanzt. Ich möchte es nämlich mal probieren. Ich habe das ja schon in dem Kübel gemacht, letztes Jahr, wo wir noch drüben gewohnt haben. Und da ist es echt ganz gut geworden. Das war so ein kleines Experiment und jetzt möchte ich das dann einfach hier in den Garten wirklich reinpflanzen. Ja, ist ja auch schon geschehen, eine Reihe. Ich glaube, ich habe, oh Gott, welche habe ich nochmal gesehen? Das hat irgendeinen speziellen Namen, aber ich habe es mir ehrlich gesagt nicht gemerkt. Und wenn das Wetter jetzt dann bald wieder besser wird und ich auch Zeit habe, dann werde ich mit den Kindern unten die restlichen Beete auf jeden Fall so nach und nach dann noch machen. Unten ist aktuell noch Porree, der wächst noch schön fleißig vor sich hin. Da habe ich jetzt heute auch ein Video gesehen, wo man eben mit Klopapierrollen die Stange, dass der Lauch halt eher so diese das Weiße quasi unten hat, was man eben am meisten mag und am besten auch schmeckt. Und das werde ich dann vielleicht mal ausprobieren, aber wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt halt noch Sinn ergibt, weil der ist schon relativ groß. Dann habe ich auch noch Karotten drin, die müsste ich eigentlich endlich mal raustun. Da kommen wahrscheinlich dann voll die Fäden raus, aber das kommt auf jeden Fall noch. Das war tatsächlich einfach nur mal ein Versuch, ob das wirklich klappt. Also hätte ich wirklich nicht damit gerechnet, dass ich da Karotten anpflanzen werde. Und vor allem, ich habe es relativ spät gemacht. Eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo man das gar nicht mehr hätte machen können. Aber dadurch, dass es relativ nah an der Hauswand ist, sind die, die nah an der Hauswand auch waren, schön groß geworden und die hinteren eher ein bisschen kleiner. Und dann habe ich noch Spinat draußen. Ich hatte auch Kohlrabi, aber das hat leider nicht geklappt letztes Jahr. Da war es dann entweder zu spät oder irgendwas hat mit dem Boden nicht gestimmt. Ich musste mich ja da auch noch ein bisschen reinlesen. Ich bin da kein Profi drin, um Gottes Willen. Ich bin einfach wirklich so jemand learning by doing. Und wenn es halt mal daneben geht, dann geht es halt mal daneben. Ich habe auch viel zu früh angefangen tatsächlich mit dem Vorziehen. Jetzt habe ich die ganzen Pflänzchen hier drin und da hätte ich mir echt ein bisschen mehr Zeit lassen können. Aber naja, im Nachhinein ist man immer schlauer und so Ende Januar, da kitzelt es einem tatsächlich schon so in den Fingern, irgendwas vorzuziehen. Jetzt sind ja auch schon ganz viele große Pflänzchen in den Märkten vorhanden, also auch in den Baumärkten. Und ich habe es auch gesehen, was ich nicht nachvollziehen kann, warum man Radieschen, die man ja eh direkt sät, warum die man dann ja da jetzt vorgezogen kauft und dann einpflanzt. Also das verstehe ich tatsächlich überhaupt nicht, aber okay, jeder wie er mag. Ja, aber nächstes Jahr werde ich definitiv einiges ein bisschen anders machen, beziehungsweise jetzt hat ja auch schon umstellen, weil wir haben ja erstmal April, ne? Es ist ja noch Zeit und man hat ja noch die Gartensaison, die steht ja erstmal bevor. Ich möchte nämlich auch gerne für die Tomaten, habe ich ja unten, hätte ich ja auch Platz, aber da brauche ich einfach eine Überdachung oder so ein kleines, ja, ein Gewächshäuschen vielleicht, so ein kleines Mini-Gewächshaus, also nicht so mini, sondern halt ein kleineres Gewächshaus, was da unten reinpassen würde, eventuell da, wo der Porree aktuell steht, da könnte ich es mir vorstellen, dass es da hinpasst, aber da muss man auch immer mal gucken und schauen, ob man das überhaupt machen kann und darf und wie auch immer. Ja,
Weil ich brauche für die Tomaten definitiv einen Schutz und eine Überdachung. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Aber jetzt werde ich erstmal eine kleine Pause einlegen. Und dann so eine halbe Stunde werde ich dann wieder weitermachen. Für eine Stunde dann. Und da dann wahrscheinlich das Wohnzimmer aufräumen. Das hat es wieder bitter nötig. Obwohl ich es vorgestern erst aufgeräumt habe. Aber jetzt, das schaut einfach immer noch aus. Ich kriege in das Wohnzimmer tatsächlich keine richtige Grundordnung. Ich habe im Badezimmer eine ganz gute Grundordnung. Und ich habe in der Küche an sich auch eine gute Grundordnung. Weiß, wo alles hingehört. Und wenn ich alles dann aufräume, wo es eben hingehört, dann ist es auch wirklich aufgeräumt und sauber. Und dann steht oben auch so gut wie nichts mehr rum. Weil das mag ich überhaupt nicht, wenn oben so viel rumsteht. Da möchte ich nur das Nötigste haben oder was ich halt eben brauche, was immer griffbereit sein soll und was ich halt täglich wirklich brauche. Gut, manche Sachen brauche ich natürlich auch täglich, wie zum Beispiel ein Messer oder so, aber das gehört halt einfach in die Schublade. Da habe ich, wie gesagt, eine Grundordnung. Schlafzimmer ist aktuell auch ein bisschen chaotischer, einfach aus dem Grund, weil wir mit dem Keller nicht so wirklich gut vorankommen. Mein Mann muss ja jetzt wieder arbeiten und da ist einfach nicht so die Zeit. Ja, aber er ist auf jeden Fall dran. Er hat gestern wieder ein bisschen was rumgewerkelt. Wenn ich die Videos finde, dann werde ich die auf jeden Fall einblenden. Und da hat er anscheinend die Wände so ein bisschen bearbeitet, vorbearbeitet und dann auch, ich glaube, ja, alles nochmal so ein bisschen zusammengefegt, auch den Boden und dann die Wände eben grundiert. Und dann muss der Boden irgendwie noch verspachtelt werden. Es ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Er hat die ganzen Materialien jetzt zumindest schon mal da. Zwar nicht alles, ne? Es kommt natürlich dann immer noch ein bisschen was auf uns zu. Aber er hat jetzt schon ein bisschen was gekauft. Das sind wir gestern nämlich beim Obi gewesen. Ich hätte gestern eigentlich perfekt vloggen können, aber irgendwie, ja, da haben wir alle nicht dran gedacht. Weil mein Mann hatte nämlich gestern frei gehabt und da haben wir die Zeit genutzt, dass wir einfach zum Obi fahren, um da ein bisschen was zu holen. Da haben wir auch so einen Kabelkanal gekauft, weil ich den Staubsaugerroboter ja jetzt wieder haben möchte. Und das Problem ist, wir haben da, wo der Staubsaugerroboter eben steht, keine Steckdose und haben das dann ins Wohnzimmer reinführen müssen und das sah dann irgendwie doof aus mit dem Kabel, also haben wir dann einen Kabelkanal geholt und haben das gleich damit verbunden, eben die ganzen Materialien dann für den Keller zu holen. So viel dazu, ich mache jetzt Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Mir hat sich die Kamera jetzt irgendwie aufgehängt, ich weiß auch nicht, was da gewesen ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Kleinen schon aus der Kinderkrippe geholt und ich werde jetzt halt noch die restlichen Pflanzen umpflanzen. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal überlegt und habe auch im Internet so ein bisschen geschaut und es hieß die drei Pflänzchen. Ja, genau. Und es hieß, dass ja drei Tomatenpflanzen in den Topf da reinpassen könnten. Man muss einfach nur darauf achten, dass eben genügend Nährstoffe hinzugefügt werden. Was ist mit deiner? Nee, das ist, schau mal, das ist deine Tomatenpflanze. Die tun wir dann extra rein. Aber ich brauche jetzt tatsächlich erstmal den Eimer und die Erde. Ich habe nämlich hier mir online so Quellerde bestellt. Die ist natürlich ein bisschen anders jetzt als die normale Blumenpflanzenerde, wie auch immer. Aber das müsste eigentlich auch passen. Genau, jetzt tun wir da zwei Stück nehmen und die tun wir jetzt dann in den Eimer rein. Und dann können wir den Eimer mit Wasser voll machen und dann kann die aufquellen. Noch nicht ganz. Ah, jetzt ist es. Jetzt müsste es einigermaßen reichen. Schau mal, das tun wir mal zur Seite. Nee, noch nicht. Das lassen wir mal hier drin. Das quält jetzt noch in aller Ruhe auf. Und dann warten wir, bis es aufgequollen ist, okay? Nein. Was dann? Weil ich das mit rübernehme. Ja, das müssen wir dann rausstellen, gell? Das müssen wir dann schon auf dem... Oh, schau mal, wie schwer der Eimer ist, ha? Komm, machen wir gemeinsam, ha? Genau. So. Hast du Remi einen Bussi gegeben? Das ist aber lieb von dir. Hallo, mein Schätzelein. Schau mal, das ist nur ein Eimer. Hallo, Schatzi. Oh, du bist schön warm. Bist in der Sonne gewesen, ha? Oh, da wirst du schön warm, Kleiner. So, ich habe jetzt den Kleinen gerade eben schlafen gelegt. Und deswegen bin ich auch ein bisschen leiser. Jetzt wollte ich ja mal den anderen Topf da vorbereiten. Damit ich nämlich die anderen drei Tomaten, die ich jetzt hier noch habe, dass ich die da einpflanzen kann. Ich bin gerade voll hin. Und ich habe auch dann vor, mir für die Zucchinis und für die Auberginen eventuell da auch noch einen Topf zu holen oder die unten einzupflanzen. Das weiß ich noch nicht so ganz. Aber jetzt setze ich mich erstmal raus und baue diesen einen Kübel hier noch in Ruhe auf. In der Sonne lässt sich's aushalten. So sieht der Kübel jetzt von innen aus und ich muss jetzt einfach erstmal das hier aufmachen. Löcher, ich weiß nicht, ob man das sieht im Video. Dann habe ich hier diese Löcher und da kommen die jetzt einfach nur rein, die Stäbe.
und werden dann halt ein bisschen reingedrückt und dann passt es. Wie gesagt, am Ende sieht es dann auch so aus wie hier. Jetzt kommt da erstmal noch ein bisschen was von der Erde hier rein. Und wenn ich das dann habe, dann werde ich die Pflanzen tatsächlich dann hier dann reintun. Also so, ne? Müsste eigentlich passen. Ich glaube, ich hole die mal und teste es mal aus, ob das von der Größe her wirklich geht. Wie man sieht, die sind die auch schon sehr, sehr groß. Die müssen definitiv eine Ranghilfe bekommen. Wow, das ist vielleicht beinahe umgeflogen. Ich habe mir jetzt hier auch mal die Größe geholt. So, die Pflanzen sind jetzt alle drin. Die ist so ein bisschen abgeknickt, aber das war ja vorher schon. Jetzt muss ich nur noch den Zwischenboden da rein tun. Das mache ich jetzt auch gleich. So, der wird jetzt einfach nur so drauf gesteckt. Auch, dass er so ganz fest drin ist. Genau, und jetzt kann ich die Tomatenpflanzen da rein tun. Also ich denke, dass das auf jeden Fall hinhaut. Und da hinten habe ich hier noch eine einzelne. Schauen wir mal, ob das Experiment funktioniert. Ich habe jetzt hier die unteren Triebe doch mal abgemacht, weil ja, das ist einfach unnötig, finde ich. Und wenn es dann so auf der ersten Ebene anfängt wirklich, dann müsste das eigentlich lange. Dann machen wir den hier auch noch ab. Aber ich denke, wenn der wächst, kann ich den wieder nach oben tun und dann passt das auch. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Ich habe heute mal in der Früh geduscht. Ich wollte eigentlich noch gestern Abend duschen, aber irgendwie bin ich da drüber weggekommen. Ich habe jetzt auch schon das Wohnzimmer aufgeräumt und versuche in die Küche einzukommen. Ah, da ist nämlich der Staubsaugerroboter. Wir haben noch dieses Uraltgerät hier. Ich finde ihn furchtbar. Er funktioniert nicht mehr so wirklich. Ich muss ihn jetzt bloß mal kurz ausleeren. Also er saugt schon noch ein bisschen was ein. Aber es ist nicht mehr so die Saugleistung vorhanden, wie sie einfach vorher gewesen ist. Selbst wenn ich alles komplett wirklich sauber mache, mit Wasser sauber mache und trocknen lasse, selbst dann funktioniert er einfach nicht mehr so gut. Er findet auch sein Zuhause nicht immer sofort. Das spackt auch so ein bisschen rum. Ich habe nämlich gerade das Wohnzimmer ein kleines bisschen aufgeräumt. Das hat es auf jeden Fall mal wieder bitter nötig gehabt. Ich habe zumindest... Jetzt geht das schon wieder los. Ich hasse diesen Staubsauger. Ich muss eigentlich noch was frühstücken. Ich habe das Sofa mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Dann habe ich auch noch den Tisch gemacht und so die, ich sag mal, Spielestation vom Kleinen und den Boden. Was halt einfach echt immer ein Chaos ist und bleibt anscheinend, ist mein Schreibtisch. Aber ich will ihn unbedingt mal wieder sauber haben, weil ich eigentlich an meinem Schreibtisch wieder gerne arbeiten möchte. Naja, wir sind gestern relativ spät wieder nach Hause gekommen. Jetzt hat der Roboter anscheinend gecheckt, wo die Ladestation ist. Und ich hätte auch sehr, sehr gerne einen neuen, aber wenn, dann einen, der so eine Absaugstation hat, am besten noch mit Wischfunktion. Nur diesen als Sackerwendestreuer. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich so überlege, ich sehe aktuell auf TikTok nur noch Werbung bzw. Influencer, Werbetreibende, die einfach Werbung für diesen Hühler machen. Und der kostet ja auch 2400 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Und ganz ehrlich, da kann ich mir einen Staubsaugerroboter holen davon. Dann habe ich mehr davon. Joa, ich wollte jetzt eigentlich hier so ein bisschen klar Schiff machen, dass ich mir was zu essen machen kann. Ich werde wahrscheinlich die letzten Schinkendinger... Wo habe ich denn das hin? Ich habe das gestern eigentlich eingeräumt. Und ich müsste eigentlich Spargel heute machen. Denn nicht, dass der mir da noch schlecht wird. Ist denn das? Ich hatte so Schinken. Schinken. Na gut, was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe übrigens gestern eigentlich extra geschaut, wie so die Temperaturen sind in der Nacht. Und eigentlich ist es auf 0 Grad runtergegangen und ich habe dann, bin ich schon aber im Bett gelegen, habe dann gemerkt, verdammt, ich habe die Tomatenpflänzchen draußen vergessen. Aber sie sehen gar nicht mal so schlecht aus dafür, dass sie den ganzen Abend dann draußen waren. Hallo Schatzilein. Ganz viel Katzen-Content, ja? Ganz viel Remi-Content, ja. Du willst einfach nicht reinkommen. Warum denn nicht, hä? Ist doch kalt draußen. Ich habe auch mal die Cola rausgestellt. Ja, also so sieht es jetzt aus. Hat sich eigentlich doch erholt. Ist relativ, ja, ist relativ stabil. Bis auf der. Bisschen offen für den Remi. Also man sieht schon, ich habe so ein kleines bisschen aufgeräumt. Jetzt nicht perfekt, ne? Und
Was man halt vor allem dann auch merkt, ist der Schreibtisch. Der hat es halt tatsächlich in sich, ne? Also der schaut schon brutal aus, aber das kommt alles mit der Zeit. Irgendwie habe ich jetzt gerade Bock, Brot zu backen. Ich habe gerade irgendwie voll Bock drauf, das zu probieren. Probieren wir es einfach mal. Okay, vielleicht sollte ich vorher mal die Küche aufräumen. Ja, vielleicht ziehen wir. Tatsächlich ein bisschen schneller als gedacht. Ich habe jetzt hier dann noch ein bisschen was in der Spüle. Die Spülmaschine läuft auch schon. Und jetzt habe ich hier alles schon mal sauber gemacht. Und jetzt werde ich mal anfangen, den Teig zu machen. Dazu muss ich mir allerdings noch mal das Video angucken. Hopsi. Es ist immer gut, eine Schüssel mit Decke zu haben. Ob ich das einfach nur da rein tun und schütteln kann, ich habe keine Ahnung. So, das Brot kommt jetzt dann auch gleich in den Kühlschrank. Ich habe jetzt bloß gerade noch den Spargel gesehen, den muss ich jetzt dringendst verarbeiten. Ich habe noch ungefähr eine Stunde, dann muss ich den kleinen holen. Bis jetzt habe ich übrigens noch keinen Schäler, aber ich werde dann einfach mit dem Messer versuchen, den Spargel zu schälen und werde dann einen Spargelsalat machen. Und wenn ich es jetzt noch schaffe, den zu kochen, dann können wir den heute Abend wahrscheinlich auch schon essen. Ich liebe ja Spargel tatsächlich als Salat. Ich bräuchte eigentlich tatsächlich diese eine Schüssel von da oben noch. Die müsste ich mir dann noch runterholen. Aber das mache ich dann gleich. Ich würde den Vlog jetzt an der Stelle hier auch einmal beenden. Wenn ihr wissen wollt, wie das Brot geworden ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.